Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge On the Road bei 40 km/h. Ja, Kasseler Berge, ne, sage ich nur. Kasseler Berge. Ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Nürnberg und dann München. Wir müssen halt dann ein paar Schweinchen abgeben, damit wir auch morgen frisches Hack haben. Wir liefern das Hack von morgen. Ne? So ist das. Mein Handy eskaliert. Aber da ist jetzt erstmal gut. Die Damen sind auch noch am Fahren, das ist schon mal gut. Und dann müssten wir denen ja auch noch mal Aufträge geben. Die LKW, sie fahren nicht rechts ran. Also nicht rechts ran, sondern rechte Spur. Denn der Solo fährt hinter mir, der fährt hinter mir und auch Solo. Wir fahren noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob wir in der Folge heute ankommen. In Nürnberg könnte sein. Kurven. Hammer. Der muss den fast 90 Grad Winkel fahren hier. Aber jetzt haben wir Schwung. Jetzt haben wir Schwung, sage ich euch. Weiter. Kann doch nicht sein hier. Nur weil der Depp nach rechts muss. Ist ja hinter mir. Nützt ja auch eben nichts. Ach, wir müssen jetzt hier ab, ne? Wollte er mir das sagen? Ich glaube nicht. Das wusste der ja nicht, wo ich hin muss. Sie ist ja nicht an den Schlüssel, ne? Nee, nee, nee. Also nicht nur ich muss Fahrerskills bekommen. Die KI hier auch. Auch wenn ihr alle sagt, ich bin der Rowdy. Aber jetzt war der Busfahrer schuld. Da könnt ihr mir sagen, was er wollt. Der blinkte und kam rüber. Da kann ich ja nichts für. Ach ja. Na, jetzt traut er sich nicht vor. Das ist auch besser, ne? Aber ich müsste auf Handy gucken, aber das geht nicht gut aus. Pause.
geht's. Naja, indirekt kriegt man dann trotzdem Pause hin, ne? Noch 4 Stops, dann kommt mein Paket von Amazon. Ah, ist aber nur ein Kabel, was ich gestern im oder Sonntag im Livestream noch bestellt habe. Oder was geht? Ja, war ja gestern Sonntag, ja. Brauche ich auch. Es ist dieses USB-3-Kabel. Mal gucken, ob dann vielleicht Head-Tracking geht, aber ich glaube, in dem Spiel sowieso nicht. Head-Tracking. Der Busfahrer hat sich hinter dem Solo-Fahrer gestellt und gesetzt. Ach komm, sondern über die Kasseler Berge, kann doch nicht sein hier. Vor allem auf dem Navi sieht man auch wirklich nur Striche. Das bringt dir gar nichts. Das ist so. Platz. Das ist zu früh, der Rastplatz. Das ist viel zu früh. Wir haben noch 10 Minuten. Streifen einfach mal mitnutzen, das ist schon ganz okay. Und fährt und fährt und fährt. Also ein bisschen müsste sie noch. Ich weiß aber nicht, ob es am Lenkrad liegt. Das kann man hier ganz kurz, ob man hier was einstellen kann. Haben wir so. Dann haben wir hier das Lenkbereich 100%. Gegendruck, das haben wir ja eh nicht.
gut, maximal Lenkeinschlag. Ich glaube, da haben wir nur 900, glaube ich. Akzeptieren. Ich weiß nicht, ob das das ausmacht. Gas geben. Das war ja viel zu schnell geführt. Na, fahren wir auch. Das war aber 100. Dann fahren wir jetzt 100. Okay. Das war doch fast nur 100, oder? Habe ich mich verguckt. Heute immer noch nicht an. Mein Gott, ist das ein Schlängelauf hier. Ja, eine Stadt in weiter Sicht, in weiter Ferne. Ist die Kurvenlage besser, also das kriegt man es besser in die Kurven. Weiß nicht, ob der eine 900 Grad liegt. Oder lag. Platz? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, Kreuz. Biberit oder so was? Biberit? Irgendwie so. Kann natürlich sein. Oh, oh, einmal geguckt.
Richtung Nürnberg. Frankfurt, Nürnberg. So, und Stuttgart. Wir fahren jetzt aber hier Nürnberg. Spiegel finde ich hier besser als bei dem Scania, definitiv. Rastplatz wäre jetzt schön. Wenn jetzt so langsam Rastplatz kommen würde, das wäre schon nice. Würde ich feiern. Party. Das ist ein Bus. Grundsätzlich jetzt alle Busse werden jetzt angerufen. Da ist halt der andere schon Angst, ist der? Da ist schon Angst. Da zu Recht. Ist er. Nie bestellt, 20 Minuten. Ja, ich stelle jetzt das Ding hier ab. Tanken wir nochmal, ich weiß es nicht. Wie sieht es denn hier aus?
komm, dann fahren wir erst weiter. Tanken brauchen wir noch nicht. So, ich hoffe, das hat es Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da und ich hau mich hier aufs Ohr. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe dann auch nur 12 Uhr. Ansonsten kommt halt später was. Also aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hoffe, dass bald der 11. für euch ist. Und wir sehen uns. Bis dahin. Euer Steffen. Ciao.